Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkugel, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 297. Eichkugelwanderung am Dienstag, dem 12. Jänner 2021. Ich bin nicht am Eichkugel, aber schon sehr hoch herum. Hier hinten sehen Sie zum Beispiel den Sepp Bauern, ja, der Sepp Bauern Sohn vor vielen, vielen Jahrzehnten, einer meiner Babysitter, wenn meine Eltern in der Chorprobe waren. Und er selbst war dann Posaunist und ein Schüler von ihm ist heute ein Soloposaunist in der Grazer Oper, bei den Grazer Philharmonikern. Also Sie sehen die Blasmusikkultur des Mürztales hier in Kindberg, in meiner steirischen Heimatstadt, die erstreckt sich weit über Kindberg hinaus. Und ich stehe heute vor dem Herzlfresser Martal. Sie erinnern sich, vor 3 Tagen war ich am Ausgangspunkt des Herzlfresserwegs, aber hier sehen Sie ein grauenhaftes Bild mit einem Mädchen, das hier erstochen wird vom Herzlfresser. Und da gibt es auch ein kleines Gedicht dazu, das darf ich Ihnen vortragen. Das heißt nämlich das Herzlfresser-Martel. Herzlfresserweg wird hier genannt, der Platz von alters her bekannt, wo im 1786er Jahr eine große Mordtat geschehen war. Knecht Paul Reiniger, vom Aberglauben toll besessen, der lebt in dem Wahn, dass er sich unsichtbar machen kann. Wenn er 7 Menschenherzen hat gegessen. Eine Bauernmagd, oh großer Gott, die stach der Wüterich hier zu Tod und riss dann voller Wut und Freude das Herz dem Opfer aus dem Leib. 6 Menschen mussten unter seinen Händen so grauenvoll ihr Leben enden. Bis endlich kam auch dann der Tag, dass gefesselt er im Kerker lag. Am Grazer Schlossberg in grimmer Haft hat ihn der Tod hinweggerafft. Sie erinnern sich, vor 3 Tagen haben wir das noch ein bisschen besprochen. Es war 6 Jahre nach dem alleinigen Regierungsantritt von Joseph II., der ja von 1760 bis 1780 schon als Co-Regent mit seiner Mutter Maria Theresia am Ruder war und der sich ja versucht hat einzubringen, auch solange die Mutter noch gelebt hat, um die Werte der Aufklärung auch in den Strafvollzug einfließen zu lassen. Ja, ich gehe jetzt weiter am Herzlfresserweg. Die Luft ist rein. Kein Bauernknecht will mir nach dem Leben trachten. Das ist auch sehr gut so. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ich grüße Sie herzlich aus den steirischen Bergen.